Hallo, ihr Querlinge. So sieht's aus. Unser doch recht zerpflücktes und zerfranstes Reich der Vereinten Nationen der Erde. Aber es ist deutlich größer geworden, da wir das Regal demontiert und uns all seinen besetzten Raumbereich einverleibt haben. Und das alles haben wir getan, während im Rest der Galaxie sich bereits die Galaktische Gemeinschaft gegründet hat. Der sind wir beigetreten und darüber wird zu sprechen sein, weil wir diese Spielmechanik in dem letzten Episödchen außen vor gelassen haben. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber einmal gerne die Forschungsschiffe durchgehen und die schon mal irgendwo hinschaffen, weil wir ja jetzt hier ein bisschen aufdecken sollten. Und wir haben hier noch ganz rechts diesen einen pulsierenden Stern. Oder schaue ich mal ins Situationsprotokoll, was das eigentlich war. Ich habe es nämlich vergessen. Also wenn wir ganz viele Ausgrabungsstätten, dann haben wir hier das da. Verbleib des Überlebenden, genau. Ich weiß noch nicht mal, wer das war, aber irgend so ein Überlebender ist wichtig. Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Überlebenden einer Zivilisation, die sich der Anhäufung von Wissen widmete, Zuflucht im Trimus-System suchte. Dem sind wir durch irgendeine Ausgrabung auf die Schliche gekommen, glaube ich. Diesen Überlebenden. Wir hatten hier unten irgendwelche Ausgrabungsstätten, genau. Es war bei Beta Zaedi, glaube ich, diese Ausgrabungsstätte namens die Bibliothek. Richtig. Irgendwelche Völker, die irgendwas gebaut hatten, was weiß ich. Eine Gruppe blieb da und ging unterirdisch auf Reisen und deren Überreste haben wir gesehen. Und eine andere ist, glaube ich, dann abgedüst ins Trimus-System. Und der Weg dorthin ist jetzt frei und ich nehme mal die, wer ist sie denn? Die Dimension. Genau. Die UNS Dimension unter dem Befehl von Tendai Kavuta, 77 Jahre alt, knackig, und schick die mal erstmal hin und her irgendwelche Systeme aufzudecken, die wir noch gar nicht kennen. Du deckst mal das hier auf, weil du auf dem Weg bist. Und dann deckst du hier auf. Achso, das wissen wir nicht, ich will da hinkommen. Dann hier unten auf. Ach, weiß auch nicht, okay. Ja gut, dann deck erstmal da auf, wo ich dich hingeschickt habe. Und dann müssen wir gucken, wie wir da uns in die Nähe stehlen. So, dann das nächste. Die Sagan hat auch nichts zu tun. Die würde ich auch zum Aufdecken von Systemen erstmal schicken. Um den Raum der Larongos mal ein bisschen zu durchleuchten. Dann haben wir noch die Kosmokrator. Kosmokrator 2, da war ja was. Die schicke ich auch mal da irgendwo hin zum Aufdecken. Und irgendwer ist ja, glaube ich, auf dem Weg zur Ausgrabungsstätte. Genau, das ist die Newton. Und hier haben wir noch eins, die VNS Earhart. Die ist da auch halbwegs in der Nähe. Die schicke ich auch mal irgendwo in den... Nach Anastasia schicke ich die. Und wenn die angekommen sind, dann muss ich mal gucken, welchen Kurs ich denen gebe. So, dann ist das schon mal eingestellt. Konstruktionsmäßig haben wir gerade ja gar nichts zu tun, weil die haben schon ganz gute Stationen gebaut, die Kollegen Regal. Da ist nichts, dass wir noch nachziehen müssen. Ja, und ein Kolonist ist auf dem Weg nach Tirna, ja? Eventuell eine Grenzstation in Ashipso, direkt in der Grenze zum Larongo Combine. Ja. Damit da halt die Grenze bewacht ist. Ja. Also ich mache das halt immer, dass ich an Grenzen zu einem anderen Reich baue ich eigentlich immer eine Verteidigungsstation. Mhm. Auch wenn es Verbündete sind, man weiß ja nicht, ob jemand anderes einem den Krieg erklärt und dann da durchfliegt. Ja. Gut, dann schauen wir mal in die Galaktische Gemeinschaft rein. Da ist auch gerade Senatssitzung. Genau, das haben wir jetzt so ein bisschen den Anfang verpasst. Genau. Also ich bin jetzt in dem Fenster Galaktische Gemeinschaft. Da habe ich links die Vorschlagswarteschlange. Mhm. Und rechts habe ich so eine Senatssitzung. Da steht aber oben so ein Timer, dass die Senatssitzung erst in 1363 Tagen wäre, was ja eine ganze Weile hin ist. Genau. Es gibt, du siehst ja unten, gibt es drei Tabs. Ja, Gemeinschaft, Senat und Beschlüsse. Gemeinschaft, Senat und Beschlüsse, genau. Genau, wir sind momentan in Gemeinschaft. Da hat man einen Überblick, was ist vorgeschlagen. Ja. Was ist gerade der galaktische Fokus? Der ist an der rechten Seite. Galaktische Fokus, wenn der erreicht, der hat immer irgendwelche Auswirkungen. In diesem Fall ist es, weil die galaktische Gemeinschaft neu ist, ist halt der Fokus gerade überhaupt irgendwas mal zu beschließen.
Ja, sich aber auf was zu einigen, ja. Dass der Senat, es gibt halt bei dem Timer, den du gesehen hast, gibt es halt zwei Modi, sag ich jetzt mal. Ja. Momentan ist Sitzung. Die Sitzung ist zu Ende in 1363 Tagen. Ja. In dem Zeitpunkt wird dann quasi abgestimmt, beziehungsweise ist die Abstimmung zu Ende. Kommen wir gleich zu. Mhm. Und dann wird halt die vorgeschlagene Resolution beschlossen oder halt eben abgelehnt. Mhm. Und danach ist der Senat quasi in Pause. Ja. Während die Pause ist etwas kürzer als die Sitzung. Ja. Und währenddessen ist dann halt eher gucken, welche von den Resolutionen wird als nächstes denn abgestimmt und wie kriegt man die man haben will, nach oben. Ah ja, also es wird immer nur die oberste abgestimmt. Genau. Das heißt, die unterste, also wenn es bei der Reihenfolge bliebe, die momentan ist, dann würde es ewige Jahre dauern, bis die unterste dann mal zur Abstimmung käme. Ja, vor allem, weil da zwischendurch wieder noch neue reingereiht werden. Naja, ich meine jetzt nur, wenn es alles so bleibe, wie es ist, selbst dann wären es ja, ich meine, 1363 Tage Sitzung, das sind ja schon 4 Jahre. Ja. Plus die Pause, das sind ja 5 Jahre, also alle 5 Jahre oder 6 Jahre passiert hier was. Und ich habe jetzt schon 2, 4, 6, also in 36 Jahren wäre dann irgendwann mal die letzte dran, so ungefähr. Mhm. Das ist ja schon eine ganze Menge hin an Zeit, da wir uns ja auch jetzt erst im Jahr 2248 befinden. Im Jahr 2200 haben wir angefangen, ne? Ja. Okay, gut. So, da siehst du halt immer die Liste der Resolutionen an der linken Seite, die vorgeschlagen sind. Ja. Wo man sie vorschlägt, ist unten bei Resolutionen. Kann man auch hin, aber bleiben wir erstmal hier. Mhm. Wenn du da mit der Maus drüber gehst, dann siehst du, was die Auswirkungen für alle Mitgliedstaaten wären, wenn das beschlossen wird. Aber nur für die Mitgliedstaaten, für die nicht dabei sind, die haben, genau, denen ist das egal. Okay. Die Leute, die nicht in der galaktischen Gemeinschaft sind, die kriegen weder die Boni noch die negativen Sachen aus den Resolutionen. Ah ja. Außer es sind Sachen, die explizit gegen Nicht-Mitgliedstaaten geführt werden können. Aha. Wie zum Beispiel gibt es in einem Resolutionsbaum eine, die sagt, Mitgliedstaaten können Nicht-Mitgliedstaaten über sehr viel einfacher angreifen, also sehr viel einfacher den Krieg erklären. Aha. Und das als eine Art von Verteidigungskrieg deklarieren zum Beispiel. Aha. Wenn du mit der Maus über die kleine Zahl gehst, die jeweils bei der Resolution bei ist, die vorgeschlagen ist, ja, dann siehst du, wer für diese Resolution stimmt, also wer dafür ist, dass sie jetzt als nächstes dran ist. Ja. Und mit wie viel diplomatischem Gewicht. Ja. Ganz oben siehst du auch da unter anderem dann dein diplomatisches Gewicht. Ganz oben wo? Über den Resolutionen ist unter anderem. Über den Resolutionen. Über den vorgeschlagenen Resolutionen. Es steht aber auch mit einem Symbol deiner Flagge unten rechts. Unten rechts. Oh, ich habe das mit Abstand größte diplomatische Gewicht. Ja. Okay. Wow. Meint ihr nicht gut. Siehst du dann auch, wenn du über die Zahl darüber gehst, bei deinem Symbol da unten, siehst du auch, woraus es sich zusammensetzt. Ja. Bei denen, über die du halt nicht viel weißt, siehst du halt nicht, woraus es sich zusammensetzt, aber zum Beispiel beim Larongo-Combine sehen wir halt zum Beispiel, dass die einen Großteil ihres diplomatischen Gewichts, den größten Teil aus ihrer Bevölkerung ziehen. Woran siehst du das, wenn ich über deren Flagge drüber hammere, rechts unten? Wenn du ich das dann nicht über die Zahl. Ach, ich muss über die Zahl, okay, verstehe, ja, das muss aber... Ja, das muss man halt wissen. Ja, das muss man echt wissen. Man kann es für sich selber auch anderswo einfügen. Und für die anderen auch. Aber hier hat man halt einen Überblick über alle. Man kann es halt auch im Diplomatiebildschirm mit dem jeweiligen Reich sehen. Also darf ich jetzt schlussfolgern, wenn ich mein Reich 305 Punkte diplomatische Bedeutung aus den Bewohnern schöpft und das Larongo 266, dass sie dann weniger Bevölkerung haben? Also ist ein Larongo gleich ein Mensch? Okay. Quasi. Also das ist halt wirklich, bei Bevölkerung ist es einfach Menge. Mhm. Da sieht man dann zum Beispiel auch, anhand des diplomatischen Gewichts sieht man auch, dass das Larongo-Combine eine signifikant kleinere Flotte hat als wir. Weil wir 249 aus Flottenstärke gewinnen und die nur 80. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen, zum Beispiel bei der Rax Terra Stellar Polity, Moment, ja, okay, das ist, ja. Die ist rechts neben dem Combine. Das ist noch viel schlimmer, 15. ja.
Wir haben noch eine kleinere. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt mit Abstand die größte Flotte in der Galaxie haben. Ja, die 153, dann, die sind mindestens mal ganz grob in der Nähe. Ja, tatsächlich. Und mit Flottenstärke kann man halt sehr, sehr stark, sehr, sehr gut seine diplomatisches Gewicht generell in der Galaxie auch stärken. Ah ja. Weil es halt relativ einfach ist, einfach mehr Schiffe zu bauen. Richtig. Man muss sie halt noch bezahlen können, aber man könnte fast meinen, dass ein übergroßes Militär einem Gewicht auf der galaktischen diplomatischen Ebene bringt. Ja, aber erstaunlicherweise ist ja der besetzte Raumbereich überhaupt kein Einflussfaktor. Nee, aber die Bevölkerung, dafür braucht man halt dann Planeten oder auch Habitate und so weiter. Wirtschaft, da zählen halt nicht nur das, was auf Planeten hergestellt wird, sondern auch das, was durch Raumstationen hergestellt wird. Ja. Und Technologie das Gleiche. Ja. Aber ja, reiner Platz hilft einem nicht dabei, diplomatisch wichtig zu sein. Ja. Wenn man halt einfach eine riesengroße Wüste sein eigen nennt, dann bringt einem das halt nicht viel diplomatisch. Okay, gut. Ja, da haben wir einmal die Übersicht über die Mitgliedstaaten mit dem jeweiligen galaktischen Gewicht. Ja. Gehen wir nochmal zurück zu der Liste der vorgeschlagenen Resolutionen. Ja. Wir möchten da vielleicht zumindest einer für eine dafür stimmen. Momentan sind jetzt keine, die unseren Ethiken direkt entsprechen, vorgeschlagen. Wir haben halt momentan ganz oben haben wir die Buzzword Standardization, heißt sie auf Englisch. Ist eine Handelsresolution. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 20%, Handelswert plus 5%. Kann uns ja auch nicht schaden. Richtig. Die meisten haben auch negativ. In diesem Fall kosten halt Bürokraten ein bisschen mehr. Ja. Aber da wir eine egalitäre Gesellschaft sind, haben wir generell eher mehr Handelswert als autoritäre Systeme. Deswegen bringt es uns mehr als anderen, also als autoritären Systemen. Ja. Da wir aber nicht super auf Handel getrimmt sind, aber auch nicht so viel. Darunter haben wir zum Beispiel eine Industrieresolution, die hat einfach den Output von Arbeiterjobs, also alles, was irgendwie in der ganz unteren Riege ist, erhöht. Ja. Dann haben wir die aggressivere von zwei Militärresolutionsbäumen, die erste Stufe. Ja. Und zwar geht es darum halt um diplomatisches Gewicht von Militär, von Flottenstärke. Ja, das sollten wir unbedingt zustimmen, ja. Und es erhöht halt diese Stufe der Resolution erhöht halt die Flottenkapazität, die man hat. Ja, auch gut, und, ja. Und erhöht aber auch die Kosten von allen Schiffen. Und das kann im Laufe der Zeit sehr teurer werden. Ja, verstehe. Deswegen muss man mit dieser Resolution ein bisschen vorsichtig sein. Ich stimme meistens trotzdem dafür, weil ich meine Flottenstärke mag und irgendwann hat man einfach Energie, wenn man es drauf aufbaut, aber darunter ist die Gegenstufe. Sieht man schon am Symbol, ist eher pazifistisch. Senkt. Daran sieht man dann auch, es gibt Resolutionen, die diplomatisches Gewicht auch senken können, generell ist in einer Kategorie. In diesem Fall durch Flottenstärke wird es gesenkt. Also man kriegt nicht mehr so viel die Flottenstärke. Es erhöht die Moral von Bodentruppen. Nur wenn sie verteidigen. Und erhöht halt die Kosten von Armeen, also von Landungstruppen im Endeffekt. Alles in allem jetzt nicht so sinnvoll. Richtig. Ist halt eine Resolution, also zumindest für unsere momentane Situation, stell dir mal vor, wir hätten halt mehr für unsere Bodentruppen zahlen müssen, um das Regal auseinanderzunehmen. Ja, das ist blöd. Dann haben wir da drunter zwei Resolutionen, die KI super toll findet und immer wieder vorschlägt. Und zwar einmal der Tianqi Conservation Act und einmal die Tianqi Pest Control, beziehungsweise das deutsche Äquivalent davon. Ja, steht Bekämpfung. Ja bei dir dann. Genau. Tianqi haben wir ja auch schon gefunden, meine ich. Also diese Wale, glaube ich. Irgendwann genau, welche. Die falsch benannten Weltraumwale. Und es gibt halt einmal eine Resolution, um die zu schützen und einmal, um sie, dass man sie halt in seinem Raum nicht dulden darf. Man halt sie jagen muss. Und das ist die einzige Auswirkung davon.
Wenn ich das nicht tue? Wenn man in einer Resolution nicht folgt, nein. Resolution, die grundlegende meine... Gesetze vorgeben, dann ist so, man, ja. Dann bricht man galaktisches Gesetz. Ja. Und je nachdem, was so entschieden wurde, kann das Auswirkungen haben. Da würde ich sagen, kommen wir gleich einmal zu. Okay. Machen wir noch mal weiter mit den Sachen, die wir hier jetzt gerade sehen. Ja. Und zwar siehst du als großes Bild siehst du gerade das Reich quasi, wenn du eine von den Resolutionen anklickst, wer das vorgeschlagen hat, siehst du dann? Ja. Und wie die so drauf sind? Ja. Also ich sehe mal eine längere Beschreibung von der Resolution. Also herzlich und neutral und so weiter, das ist die Haltung uns gegenüber. Ja, okay, verstehe. Ja, genau. Weil die Haltung uns gegenüber hat auch eine Auswirkung darauf, ob sie für Dinge stimmen, die wir vorschlagen. Mhm. Wie man so schön sagt, nee, der Inhalt der Resolution ist nicht wichtig, sondern wer sie vorgeschlagen hat. Ja, das ist ganz furchtbar, sowas hasse die ich ja. Im echten Leben. Das hasse ich ja. Und dann haben wir in der Mitte unten haben wir ein paar Buttons. Ja. Die sind relativ selbsterklärend. Die gelten immer für die Resolution, die du angeklickt hast. Ja. Du kannst es unterstützen. Dann wird dein diplomatisches Gewicht auf die Zahl hinzugefügt. Ja. Und es wird eventuell in der Liste nach oben geschoben. Dadurch. Darunter hast du halt dagegen sein. Das schiebt das nicht weiter nach unten auf der Liste, was als nächstes dran ist. Aber sobald die Abstimmung darüber startet, bist du automatisch schon mal dagegen. Das heißt, du musst dich dann nicht mehr darum kümmern, das nochmal auf dagegen zu klicken. Mm-hmm. Okay. Dann enthalten ist halt der Standard. Ja. Dann enthältst du dich auch, wenn die Abstimmung startet. Ja. Und darunter kannst du Gefallen einfordern. Mm-hmm. Man kann sich ja auf Handelswegen und durch andere paar andere Wege kann man sich ja Gefallen bei anderen Reichen holen. Mhm. Und dann kann man die hier einberufen, die gefallen, mhm. und sagen, ich nehme jetzt einen Teil deines diplomatischen Gewichts, um dafür zu stimmen. Mhm. Das kannst du halt hier in dieser Stelle tun, um halt Dinge weiter nach oben zu schieben, dass die eher abgestimmt werden. Mhm. Man kann es aber auch später im Senat selbst benutzen, um halt die Abstimmung zu beeinflussen. Mhm. Jetzt nochmal, damit ich es richtig verstehe. Die Zahl der obersten Abstimmung, die 7023, das ist das addierte diplomatische Gewicht derjenigen, die dafür sind oder derjenigen, die sich dazu geäußert haben? Diejenigen, die dafür sind. Aha, so. Wenn ich jetzt sage, ich finde das aber doof, dann wird die 7023 sinkt dadurch nicht. Richtig. Aha, aber wie schaffe ich es denn dann, dass etwas nach oben geht? Also gut, ich will natürlich nur was nach oben haben, wo ich dafür bin. Aber es könnte ja auch sein, dass ich was da oben haben will, dass es abgelehnt wird. Das ist richtig. Aber du kannst jetzt zum Beispiel testweise mal das, was an der zweiten Stelle steht, unterstützen. Ja, die regulatorische Erleichterung. Ja. So, unterstützen. Zack. Ja. Zack, ist es oben gerutscht. Mhm. Und so kriegst du halt die Sachen, die du haben willst, nach oben. Deswegen muss man strategisch entscheiden, welchen von den Sachen man unterstützt. Und welche gerade nicht, obwohl man dafür ist, um die Reihenfolge halt eher zu beeinflussen. Verstehe. Und je mehr diplomatisches Gewicht man hat, desto eher kann man halt Sachen nach oben schieben. Mhm. Und wenn man es ein kleines bisschen übertreibt, dann kann es gut sein, dass der Rest der galaktischen Gemeinschaft irrelevant wird. Okay. So, aber gibt es also keine Möglichkeit, etwas nach unten zu schieben? Nein. Es gibt später einen galaktischen Rat. Ja. Innerhalb der galaktischen Gemeinschaft. Ja. Und dieser Rat kann ein Veto bekommen. Mhm. Das haben sie am Start nicht. Mhm. Aber sie können ein Veto bekommen durch eine Resolution. Mhm. Und dann kannst du Sachen, die in der Vorschlagsliste sind, einmal alle 5 oder einmal alle 10 Jahre kannst du ein Veto einlegen, dann werden die ja komplett aus der Liste rausgeschmissen. Das war natürlich nur bei Sachen, die dann möglichst weit oben sind, weil wenn sie unten sind, sind sie ja egal. Richtig. Mhm. Okay. Und dann können die auch eine ganze Weile erstmal nicht vorgeschlagen werden. Wie gemein. Dann kommen wir noch zum... im Zweifelsfall kannst du jetzt auch das wieder rausnehmen, auf zum Beispiel auf Dings, je nachdem, was du unterstützen möchtest. Mhm. Wir können jetzt zum Beispiel auch jetzt sagen, rollenspielerisch, wir wollen den Handel unterstützen, weil Handel ist immer gut. Ja. Oder wir enthalten uns erstmal und sagen, die Resolutionen, die hier sind, sind nicht so toll. Wir warten erstmal, bis was Besseres vorgeschlagen wird. Ja.
Wir können auch einen Gesandten hinschicken. Gibt es hier noch? Zwei Sachen gibt es hier noch, die wir noch nicht besprochen haben. Ja. Und zwar einmal gibt es unten einen Botschafter an hinzufügen. Genau. Jeder Botschafter erhöht unser diplomatisches Gewicht hier in der galaktischen Gemeinschaft um 10%. Mhm. Das heißt, je mehr Botschafter wir hinschicken, desto mehr Gewicht haben wir. Mhm. Und rechts unten, nicht draufklicken, die galaktische Gemeinschaft verlassen. Mhm. Dann treten wir aus der Gemeinschaft aus. Wenn jetzt zum Beispiel die Gemeinschaft irgendwann beschließt, nur noch autoritäre, xenophobe Reiche sind toll, wie auch immer das in deiner galaktischen Gemeinschaft dann zumindest. Auf jeden Fall, wenn wir damit dann Probleme haben und sagen, wir wollen da nicht mehr Teil von sein, können wir da immer noch rausgehen. Mhm. Dann können wir unten auf den zweiten Tab gehen. Senat? Da, genau, auf den Senat. Da ändert sich nur der große rechte Teil. Da sieht man jetzt schon, da wird gerade etwas abgestimmt. Am Start war das noch nicht so, aber weil wir halt noch unseren Krieg zu Ende geführt haben, bevor wir uns hier drum gekümmert haben, haben die jetzt schon mal entschieden, wir stimmen über was ab. Aha. Und zwar wird darüber abgestimmt, ob es kooperative Forschungsbemühungen gibt innerhalb der Gemeinschaft. Ja. Das hat also, wenn du wieder mit der Maus drüber gehst, siehst du auch, was es tut. Das ist für uns gut. Ja, mehr diplomatisches Gewicht von Forschung, mehr Forschungsoutput von Stationen. Ja. Aber dafür kosten Sternenbasen ein bisschen mehr. Ja, gut. Ist meiner Meinung nach ein sehr schöner genereller Baum. Also ist halt wie bei den Traditionen ein bisschen nur geradliniger auch. Du kannst halt Resolutionen immer schrittweise weiterentwickeln und sie extremer machen. Mhm. Das sind jetzt erstmal die ersten Stufen und man braucht halt die niedrigen Stufen, um die höheren zu kriegen. Mhm. Darunter im unteren Teil siehst du jetzt dann erstmal einen großen blauen Balken mit ein bisschen Rot und einer Zahl darüber. Mittlerer Teil? Genau, ja, ja. Unterer. Mhm. Da siehst du, wie viel diplomatisches Gewicht dafür und wie viel es dagegen ist. Mhm. Und anhand dieser Leiste siehst du auch dann meistens relativ offensichtlich, wer gerade gewinnt. Mhm. Also das heißt quasi, wenn jetzt gerade abgestimmt würde, dann wäre das Ergebnis gerade dafür. Mhm. Aber der Senat ist ja noch 1300 Tage in Sitzung und so. Die diskutieren genau. noch. Genau. Und es werden ja in dieser Zeit werden ja noch weitere Reiche eintreten. Also ich meine, es sind ja bisher erst so 10 ja, gefühlt. Potenziell schon. Und potenziell werden sich auch Leute umentscheiden. Ja. Mhm. Weil du siehst jetzt auf der linken Seite, wer ist dafür, rechts, wer ist dagegen und darunter, wer enthält sich. Mhm. Alle 100 Tage kann man diese Stellung wechseln innerhalb des Senats. Mhm. Solange es noch in der Liste, in der Vorschlagsliste ist, kannst du halt jederzeit hin und her wechseln, aber sobald es dann abgestimmt wird, kannst du alle 100 Tage nur wechseln. Mhm. Ja. Und da siehst du auch links den Button Gefallen einfordern. Genau. Da kannst du dann halt den wirklichen Gefallen einfordern, um das diplomatische Gewicht von einem Reich mit zu deinem zu addieren. Ja. Das geht aber, also anteilsweise, je nachdem wie viele Gefallen du einforderst. Ja. Es geht aber nur, wenn dieses Reich nicht die gleiche Stellung hat wie du. Es ist nicht die gleiche Stellung. Was heißt Stellung? Also wenn Stellung? Du dafür bist und das Reich, bei dem du Gefallen hast, ist auch dafür. Ja. Dann kannst du natürlich keine Gefallen einfordern und sagen, du stimmst jetzt auch dafür, weil das tut er ja schon. Wäre ja auch Blödsinn, weil ich den Gefallen ja entwerten. Richtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, in diesem Fall würden wir sagen, wir sind jetzt zum Beispiel hierfür. Ja. Und wir haben Gefallen beim bei den Ubarik Confederated Stars. Genau. Dann könnten wir jetzt sagen, wir fordern jetzt Gefallen ein und fügen einen Teil deines diplomatischen Gewichts der Unterstützerseite hinzu. Ja. Was halt deren Stellung auf der anderen Seite teilweise auch komplett entwerten kann, je nachdem, wie viele Gefallen du einforderst. Verstehe. Das kannst du halt auch machen bei denen, wenn du zum Beispiel dafür bist oder dagegen bist und jemand sich enthält, kannst du das halt auch einfordern. Ja. Das ist so die ganze Sache von dem Rat, das ist relativ gleich, geradlinig. Aha. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, das gefällt uns, wir sind dafür, kannst jetzt einmal auf die große Fläche für Unterstützer klicken. Ja. Dann springen wir aus dem aus dem Enthalten raus in die Unterstützer. Siehst du es auch, die Zahl ist sehr viel größer geworden, der Senat oben ist sehr viel blauer geworden. Blau ist eine schöne Farbe, es ist genau unsere Farbe hier, das ist alles super. Ja, siehst du, also sind wir dafür. Dann müssen wir ja für alles stimmen, ist ja egal was dann. Nee, bei roten Resolutionen muss ich dann dagegen stimmen. Dann kommen wir zum letzten Tab. Resolutionen. Das ist eine lange Liste. Oh ja. Fangen wir ganz rechts an, weil es am einfachsten ist, weil es gerade leer ist noch. Ja.
Da steht dann im Endeffekt aufgelistet, welche Modifikationen gerade für alle Mitglieder gelten. Ah ja, das summiert sich. Also, wenn jetzt dieses Forschungsding angenommen würde, ja, dann hätten wir da also diplomatische Bedeutung von Technologie plus 20% stehen, wir hätten Produktion, Forschungsstation plus 10% stehen und Unterhalt, Sternenblasen plus 5%. Das stünde dort da jetzt. Mhm, genau. Aha. Und da steht halt nicht, welche Resolutionen das sind, sondern einfach nur die Auswirkungen. Ja. Dann haben wir in der Mitte eine große Liste. Richtig. Unterteilt nach Kommerz und Industrie, Politik und Kultur, Umwelt und Technologie. Ja. Und Verteidigung und Krieg. Genau. Und dann noch galaktische Prioritäten. Ja. So. Das ist diese Unterteilung ist halt eher eine kosmetische. Die haben halt nicht direkt einen direkten Einfluss aufeinander, die innerhalb der Gruppen sind. Aber dann findet man halt die Sachen leichter. Ne? Mhm. Ja. Da siehst du jetzt auch immer, ist keine von denen ist momentan aktiv. Siehst du an der Seite immer? An dieser Stelle, wo das ausgegraut steht, keine Resolution aktiv, da würde halt dann auftauchen, auf welcher Stufe das gerade ist, auch ohne, dass du es ausklappst. Ah ja. So, wenn du jetzt mal auf eine draufklickst, so zum Beispiel auf galaktischen Kommerz, ganz oben. Galaktischen Handel, genau, ja. Da siehst du eine Liste von allen Stufen, die es in dieser einzelnen Resolutionskette gibt, die alle voneinander abhängen. Ja. Du siehst auch, dass das oberste ist schon vorgeschlagen. Ja. Sie steht ja auch an der linken Seite, ist momentan sogar ganz oben. Ja. Du kannst dir aber auch schon angucken, wohin das Ganze führen könnte, wenn du mit der Maus über die jeweiligen Namen gehst. Fremdfinanzierte Freibeuter. Und an der rechten Seite, da wo halt beim obersten schon vorgeschlagen steht, steht da auch, wie viel Unterstützung es wahrscheinlich geben wird, wenn du es vorschlägst. Ja, verstehe. Da steht dann halt bei, wer würde es, sogar wenn du mit der Maus drüber gehst, steht da sogar, wer würde dem quasi zustimmen, dass es abgestimmt werden soll. Okay. Das kann aber noch durch andere Faktoren wieder geändert werden. Wenn du zum Beispiel super unbeliebt in der galaktischen Community bist und etwas vorschlägst, dann kann es gut sein, dass Leute, die dich nicht mögen, aus Prinzip sich enthalten oder dagegen stimmen. Wo es eigentlich zu ihren Gunsten wäre, was ich vorschlage. Richtig. Das ist so menschlich. So, und da siehst du auch, wenn du zum Beispiel bei den untersten Sachen gehst, dass die teilweise schon sehr, sehr böse Nachteile haben können. Weil jetzt bei Kommerz sieht man zum Beispiel Zufriedenheit von allen, von der kompletten Bevölkerung minus 25%. Das kann halt die ganz untersten Stufen sind halt haben teilweise schon mehr Nachteile als Vorteile, außer du hast eine ganz bestimmte Art von Imperium. Daran kannst du dich auch ein bisschen orientieren. Willst du überhaupt, dass so eine Resolution angefangen wird? Weil die ersten Stufen sind noch relativ harmlos meistens. Aber schon die zweiten Stufen können dir was reinwirken, wenn du das in Anführungszeichen unpassende Reich dafür hast. Verstehe, ja. Zum Beispiel wir als Egalitäre können in Politik und Kultur das größere Wohl sehr gut durchexerzieren, weil wir egalitär sind. Ja. Und das größere Wohl baut halt alles auf, ist halt auf Arbeiterrechte, Gleichheit und so weiter im Imperium. Ja. Sorgt aber dann auch dafür, dass bestimmte Lebensstandards zum Beispiel verboten werden und irgendwann autoritäre Staaten das gar nicht mehr erfüllen können. Dann automatisch galaktisches Recht brechen. Was passiert dann? Dazu kommen wir jetzt. Du siehst an jeder Kategorie, siehst du unten Sanktionen als Resolutionskette. Ich sehe an jeder Kategorie unten. Du siehst also zum Beispiel Kommerz und Industrie, siehst du Sanktionen, Kommerz und Industrie. Ja, und bei Politik und Kultur, Sanktionen, Politik und Kultur. Ja. Diese Sanktionen kannst du vorschlagen und beschließen wie Resolutionen. Aha. Die kommen auch in den gleichen Baum. Wenn die beschlossen sind, dann gelten die Nachteile, die da drin stehen, für alle Leute, die das galaktische Recht brechen. Aber die das galaktische Recht in diesem Cluster von Gesetzen brechen? Nein. Die generell das Galaktische generell, Recht brechen. Also wenn ich jetzt Politik- und Kultursanktionen durchbringe und jemand verstößt gegen ein Handelsgesetz, dann kriegt er trotzdem die Sanktionen. Richtig. Das ist halt die Art und Weise, wie die galaktische Community quasi Gesetzesbrüche ahndet. Ist eine Form von Sanktionen. Ja. Und zwar mithilfe der Sanktionen, auf die sie sich einigen konnten.
So, aber jetzt verstehe ich noch nicht genau, was. Also, ich bin jetzt bei Politik und Kultur, Sanktionen im ersten Teil, geringfügige Verwaltungssanktionen. Da steht jetzt, was steht da jetzt drin? Es kostet mich halt Einfluss, das vorzuschlagen. Effekte: Reiche, die denunziert wurden oder galaktische Gesetze gebrochen haben, erhalten Sanktionen. Aber ich weiß ja gar nicht, welche. Das ist richtig, das steht hier nicht bei. Im Wiki kannst du dir angucken, was die genauen Auswirkungen sind. Ach so. Bei den Politik- und Kultursanktionen weiß ich es aus dem Kopf gar nicht. Liegt auch mit daran, dass ich generell immer gegen Sanktionen bin. Mhm. Weil im Zweifelsfall weiß man nie, ob man die nicht irgendwann dann nochmal selber schlucken muss. Und es gibt viel, viel wichtigere Dinge, die man beschließen kann, wie zum Beispiel mehr Forschung. Ja. Aber okay, man kann auf diese Art und Weise, wenn man halt viel diplomatisches Gewicht hat, kann man andere Reiche diplomatisch, ohne mit ihnen Krieg zu führen, muss komplett ruinieren. Das hast du schon mal gemacht. Das klingt so, als hättest du das schon mal gemacht. Nein, würde mir nie einfallen. Ach so. Du kannst also zum Beispiel bei den Sanktionen bei den Kriegssanktionen, weiß ich zum Beispiel, dass es dann deine maximale Flottenkapazität senkt. Unter anderem. Mhm. Und wenn du dann die Leute hast, die im Bruch des galaktischen Gesetzes gebrochen haben, dann von einem Moment auf den anderen potenziell 10, 20, 30% ihrer Flottenkapazität einbüßen, dann auf einen Schlag über der Flottenkapazität sind und Strafzahlungen quasi machen müssen, weil ihre Schiffe plötzlich mehr kosten. Mhm. Und dann bricht denen die Wirtschaft zusammen. Mhm. Steigen die dann nicht aus der galaktischen Gemeinschaft aus? Kann sein. Muss nicht. Also die KI steigt auch aus, ja, das macht sie. Die KI ist da relativ stiefmütterlich ein bisschen, nach dem, was ich so mitgekriegt habe mit dem Verlassen. Und es kostet auch Einfluss, die zu verlassen. Aha. Was hier noch nicht steht, was aber später möglich ist, galaktische Reformen. Da ist zum Beispiel momentan nur vorgeschlagen, den Galaktischen Rat zu gründen. Im Laufe des Spiels mehr Optionen freigeschaltet werden. Unter anderem muss zum Beispiel ein galaktischer Rat existieren, damit weitere Sachen in diesem Bereich vorgeschlagen werden können. Ah ja. Aber da kannst du wirklich die Galaxie, also die galaktische Community, kannst du da teilweise sehr stark umkrempeln durch. Da ist dann potenziell auch das Veto mit drin, was man dann beschließen kann, dass es möglich wird. Mhm. Da kann man einen Vorsitzenden, einen Custodian bestimmen, der halt Sonderrechte hat. Ne? Aha. Der Kanzler bekommt Sonderkriegsrechte, um eine Krise zu bewältigen. Und das kann auch dazu führen, dass die galaktische Gemeinschaft dann entscheidet, also meistens dann die eine Person, die mehr diplomatisches Gewicht hat als der Rest, dass jetzt eine galaktische Gemeinschaft voll doof ist und wir ein Imperium haben möchten. Und aus diesem Imperium darf man nicht mehr austreten. Also dann wandelt sich die Gemeinschaft in ein Imperium. Richtig, dann werden die nicht eingemeindet, die Leute, sondern sie sind halt innerhalb dieser galaktischen Gemeinschaft immer noch drin. Ja. Sie können nicht mehr austreten von sich aus. Ja. Und du hast als Imperator, also zumindest wenn du Imperator bist, eine ganze Menge Sonderrechte innerhalb der Gemeinschaft. Aha. Beispielsweise? Beispielsweise kriegst du einen Riesenhaufen zusätzliches galaktisches diplomatisches Gewicht. Mhm. Du kannst eine galaktische, eine große Armee der Republik, des Imperiums beschließen, die alle mitzahlen müssen, die aber unter deiner Kontrolle steht. Mhm. Du kannst galaktische Institutionen gründen. Die auch alle mitzahlen müssen, aber die zum Beispiel dafür sorgen, dass im kompletten Imperium die Sublichtgeschwindigkeit schneller ist oder der Handelswert hochgeht. Aha. Du kannst aber auch ein Mandat zum Beispiel geben einer Megacorporation, dass diese Megacorporation auch ohne Handelsvertrag bei allen ein Branch Office gründen darf. Mhm. Und solche Sachen. Mhm. Wenn du zum Beispiel eine Megacorporation bist als Imperator, dann ist das natürlich praktisch zu sagen, ich darf jetzt überall. Ist auch egal, ob ihr mit mir handeln wollt oder nicht. Mhm. Okay. Und gut. Innerhalb des Imperiums gibt es dann auch wieder eine Pro-Imperium- und Revolutionsmechanik. Und da können halt Leute versuchen, das Imperium von sich aus heraus, von innen heraus
halt durch eine Revolution wieder abzuschaffen. Ja. Das ist ja tiefer als ich dachte, tiefgründiger als ich dachte. Ja, es geht eine ganze Menge weiter. Aber mal so eine Frage an den erfahrenen Stellaris-Spieler. Wie viel oder wie schlimm ist es, wenn man das völlig ignoriert, diese Spielmechanik? Kann es sein, dass da dann, nach dem Motto, man tritt da gar nicht erst bei oder man ist das vorbeigetreten, aber ist halt enthält sich bei allem und schwänzt die Sitzungen? Wenn ich ignorieren will, dann trete ich auch nicht bei. Deswegen frage ich ja. Also kann es aber sein, dass dann Dinge passieren, die einem wirklich dazu richtig querkommen? Das kann zum Beispiel passieren. Das gehen wir mal nochmal in die Resolution rein und gehen auf Umwelt und Technologie und gucken uns den obersten Punkt an. Ökologischer Schutz, ja. Genau. Der erste Teil ist nicht so schlimm. Ne, der diplomatisch gewichtigt, ist ja egal, du willst es ja sowieso ignorieren. Mhm. Deine Leute verbrauchen weniger Konsumgüter, ist ja sogar gut. Mhm. Und es wird aber schon teurer, Blocker auf dem Planeten zu entfernen. Mhm. Okay, alles in allem nicht so schlimm. Dann gehen wir auf die dritte Stufe. Wenn du da nicht, weil du hast ja nicht aufgepasst, plötzlich ist die dritte Stufe drin. Integrierte Gärten. Da steht dann die diplomatische Bedeutung von Wirtschaft -60%. Das ist haut richtig rein. Bewohnerunterhalt, Konsumgüter -5%. Baudauer Blocker +50%. Bewohnernutzung von Dienstleistungen -5%, Baugeschwindigkeit planetar -15%, Bewohnbarkeit +5% und Nahrung von Jobs +5%. Ja, das ist halt, die Blockerzeit ist halt schon, kann schon einem die Kolonisierung eines Planetens gut verlangsamen. Und ja, auch die Baugeschwindigkeit von Häusern auf dem Planeten um 15% zu senken, kann unangenehm werden. Mhm. Aber alles in allem ist das halt, es muss einen halt, wenn man halt nicht drin ist, dann kriegt man halt die ganzen negativen Sachen nicht. Und es kann halt schlimmer werden, weil man weiter runter geht. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein autoritäres System bist, das auf Gefangene mit Jobs baut, und jemand beschließt, dass Sklaverei verboten wird, dann kriegst du sehr, sehr schnell ein Problem. Mhm. Weil dann kannst du zwar sagen, ich mache aber trotzdem Sklaverei, dann bin ich halt, dann breche ich halt das galaktische Gesetz. Mhm. Aber die KI beschließt sehr gerne irgendwann Sanktionen. Mhm. Und dann hast du sämtliche Sanktionen, weil du ja nicht aufgepasst hast. Und plötzlich siehst du, warum kriege ich denn keine Energie mehr? Ja, Energie ist -20% wegen ökonomischen Sanktionen. Mhm. Okay, verstehe. Und deswegen, wenn man in der galaktischen Gemeinschaft drin ist, sollte man sie gestalten. Und sonst sollte man raus, weil man zweifelsweise sich auch sonst wundert, warum habe ich plötzlich keine Flotten, keine Fleetpower mehr, keine maximale warum ist meine Flotte so klein? Weil die Galaxie entschieden hat, wir wollen keine Flotte. Ja. Und dann gibt es plötzlich irgendeine große Krise, die nichts mit der galaktischen Community zu tun hat und keiner darf eine Flotte bauen. Ja, toll. Ja, dann ist die Galaxis aber auch dann selber schuld. Richtig. Wenn sie überrannt wird von irgendwem. Und hast du es in deinen privaten Spielen schon erlebt, dass das die galaktische Gemeinschaft von eher so, sagen wir mal, pazifistischen, egalitären Reichen dominiert wird, die das in eine entsprechende Richtung lenken oder auch das Gegenteil, das ist so in Richtung so irgendwelcher, Xenophober, weil die treten ja nicht bei. Also fanatisch xenophobe Reiche treten häufig nicht bei, das ist richtig. Ja, aber hast du schon erlebt, dass das in verschiedenste Richtungen sich entwickelt hat, die galaktische Gemeinschaft? Es kommt immer darauf an, wer alles beitritt und in die Richtung wird es sich entwickeln. Genau. Ich tendiere dazu, sehr viel diplomatisches Gewicht zu haben. Und in den meisten Fällen wird dann sehr wenig beschlossen, wo ich nicht dafür bin. Mhm. Gerade im späten Spiel, einfach durch eine übermäßig große Flotte, kann man sehr, sehr gut die galaktische Community komplett dominieren. Mhm. Und es wird wirklich nur noch beschlossen, was man möchte. Mhm. Ich benutze die galaktische Gemeinschaft sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich bisher noch kein wirklich ausgedehntes, langes Spiel gespielt, wo ich die komplett ignoriert habe. Außer in Spielen, wo ich zum Beispiel einen Exterminator gespielt habe. Mhm. Aber dann habe ich auch gar nicht erst drauf geklickt. Da habe ich mir nicht angeguckt, was die tun. Mhm. Okay, verstehe.
Gut. Aber ja, die KI, je nachdem, was du so in der galaktischen Gemeinschaft hast, wenn du halt viele pazifistische Reiche hast, dann werden die diesen Schutzengelakt bis zum Erbrechen durchexerzieren und sich dann wundern, wenn sie von außen kaputt gemacht werden. Weil sie sind doch so friedlich, warum greifen die uns an? Wir waren doch gar nicht so gemacht. Weil alles Organische vernichtet werden muss, sagt, sagt das Regal. Und da hilft einem der Pazifismus auch nicht mehr. Ja. Ja, okay, verstehe. Gut. Das heißt, unsere Beschlusslage wäre jetzt die, dass wir in der aktuellen Senatssitzung unterstützen wir diese kooperative Forschung. Mhm. Und von den Beschlüssen, die halt da momentan so sind, ich glaube, da können wir uns darüber Gedanken machen, wenn das soweit ist. Wir sehen ja rechts oben, sehen wir ja immer. Ich würde aber behaupten, also wenn ich rechts oben auf das Symbol gehe, habe ich ja rechts unten so einen Balken. Und da ist ja, das ist ja der Abstimmungsbalken, richtig? In klein. Genau. Da sehe ich ja, dass, wie das momentan ausgeht. Aber ich hab ja keinen Timer, der mir auf dem normalen UI zeigt, wie viel Zeit da noch ist, oder? Wenn du drüber gehst mit der Maus, ja. Kurz bevor dieses Sitzung zu Ende ist, wirst du auch einen Pop-up kriegen, dass die Sitzung fast zu Ende ist. Ja, okay. Also ich würde nämlich in unserem aktuellen Spiel, jetzt würde ich hier mal sagen, wir lassen das mal dabei und gucken erstmal, wer noch so beitreten wird, weil die galaktische Gemeinschaft, wir sind zwar ein bisschen, also wir sind kein Gründungsmitglied in dem Sinne, wir sind ein bisschen später dazu gestoßen, weil wir mit dem Regal beschäftigt waren, aber es ist ja noch längst nicht jeder beigetreten. Es sind bisher nur Reiche beigetreten, die so halbwegs auf unserer Linie liegen. Mhm. Ich würde mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Bei dem aktuellen Vorschlag haben wir jetzt zugestimmt. Ja. Mehr können wir im Moment nicht tun. Wir haben eh keine Gefallen, die wir da noch einfordern können, beziehungsweise unser Gewicht ist so groß, dass es wahrscheinlich durchgehen wird. Und deswegen würde ich diese galaktische Gemeinschaft jetzt erstmal zur Seite legen und würde im Rest der Episode mal gucken, durch unsere Planeten durchgucken, was hier so passiert ist. Wir sind zwar in der Episode keinen einzigen Tag vorangeschritten, aber so ist es nun mal. Nach dem großen Krieg, den wir jetzt zu führen hatten, ist halt mal ein bisschen Konsolidierung angesagt. Wir gehen mal durch alle Planeten durch, auch die Eroberten, die noch nicht gesäubert sind, dass wir nochmal uns einen Überblick verschaffen, was eigentlich so der Sachstand ist und was wir vielleicht noch für Befehle geben sollten. Das wäre so meine Idee. Oder hast du etwas, was noch dringender wäre? Ich sehe gerade nichts, was super dringend ist. Gerade weil unsere Energie gerade fast minus 30 ist, sollten wir sowieso einmal die Planeten durchgehen. Ja, eben, genau. Das ist auch der Grund, den ich da sehe. Ich meine, es ist nicht so bedrohlich. Es, ne? Kann man eine Weile aushalten, aber es darf nicht besser werden. Darf nicht schlimmer werden und verkaufen wir ein bisschen Nahrung. Richtig, die 143 Mineralien, die wir gerade machen, locken mich natürlich auch, irgendwelche Bauprojekte auf dem Planeten in Gang zu setzen, weil das kostet ja Mineralien im Wesentlichen. Und da haben wir jetzt große Schublade voll. Auf der Erde, wie sieht's da aus? Da können wir ganz viele Sachen aufwerten, nämlich die Forschungslaboratorien. Wir sehen, wir haben ein bisschen Dienstleistungsproblem und nur noch zwei verfügbare Jobs. Richtig. Das Dienstleistungsproblem erstaunt mich ein kleines bisschen, weil wir halt auch schon Entertainer haben. Dementsprechend, wir haben relativ viele Konsumgüter. Geh mal auf Entscheidungen. Wie viel kostet momentan Luxusgüter verteilen? Das kostet 600 Konsumgüter. Also noch brauchen wir es nicht. Wir haben eine Stabilität von 72%. Dementsprechend ist es nicht weiter schlimm, dass unsere Dienstleistungen gerade bei minus 1 sind. Ja. Wir können im Zweifelsfall dann für 600 Konsumgüter für eine geraume Zeit das auch nochmal boosten. Ja. Dementsprechend würde ich hier vorschlagen, wir haben noch ein plus eins von exotischen Gasen. Ja. Dementsprechend können wir hier eher momentan ein Forschungslabor ausbauen. Weil wir haben jetzt dann eine ganze Menge Reichsbrüste dazu bekommen. Und dementsprechend müssen wir ein bisschen ausgleichen auch. Und generell, die Erde ist momentan der Hauptforschungsplanet und sollte in die Richtung weiterentwickelt werden. Genau, mit Reichsgröße meinst du, wir haben hier unten die 299 und das sorgt dafür, dass die Technologiekosten um 19% ansteigen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen dagegen forschen wieder, weil die Reichsgröße kriegen wir ja nicht wieder kleiner. Also
nicht sinnvoll, kleiner oder nicht mich merkt, wenn du nicht genug Forschungsplaneten hast, dann kannst du die Reichsgröße komplett, also genug Forschungsplaneten und genug Planeten, die Einigkeit produzieren, dann kannst du die Reichsgröße eigentlich komplett ignorieren und einfach durch mehr Bevölkerung drüber wegarbeiten. Okay, gut. Dann würde ich immer eins verbessern. Dann ist unser Zuwachs an exotischen Gasen auch dann null, wenn das Ding mal durch ist in einem knappen Jahr. So, ansonsten sehen wir hier jetzt, ja, Distrikte können wir nicht mehr bauen. Ja. Mehr können wir jetzt hier nicht tun. Von der Erde erstmal weiter, das reicht dann erstmal. Dann Dämmerung. Dämmerung ist unsere Industriewelt. Genau. In die Kerbe würde ich auch erstmal weiter reinschlagen. Er hat keine Jobs mehr frei. Kommt aber wir haben bald zwei Büroangestellte, die sehr, sehr gerne in die Industrie wechseln möchten. Ja, das heißt, du möchtest, dass wir einen neuen Distrikt bauen. Ja. Das ist halt, dieser Planet ist eine Industriewelt, wir sollten weiter Industrie bauen. Ja, verstehe. Ich würde mal den Vollstreckerjob mal anschalten, weil der nächste Bewohner kommt nämlich in 8 Monaten, das sind 240 Tage und wir brauchen 300 Tage, um das den ganz zu machen, ja. Bevor es vergessen wird. Und bevor nicht jemand dann abhaut. Ja, schade drum. So. Wenn es so weitergeht und wir Glück haben, können wir irgendwann Dämmerung sogar in eine vollständige Gießereiwelt umwandeln. Schauen wir mal. Ja. Dann Generatorwelt, Hoffnung. Ja, da sind Generatoren, sind da vollständig voll. Ja. Deswegen haben wir jetzt im Endeffekt die Entscheidung zwischen zwei interessanten Sachen. Einerseits könnten wir eine weitere Gasraffinerie bauen, um halt mehr Gas für Forschungen, für erweiterte Forschung zu bekommen. Ja. Oder wir könnten eine Chemieanlage bauen, um halt flüchtige Teilchen zu generieren. Aber sollten wir hier nicht auch in Richtung Dienstleistung mal so ein Holotheater, wir haben nur noch plus 1 Dienstleistung. Wenn wir es weiter wachsen mit dem Ding hier, dann wird's ja, dann kippt es ja ins Negative. Ja, sollte aber erstmal kein Problem sein. Wir können erstmal was Sinnvolleres bauen, also was Produzierendes, sage ich so. Und dann danach einen weiteren Stadtdistrikt, wenn es benötigt wird oder wenn die Forschung, wenn da nicht noch irgendwie eine Forschung und mehr Bohrplätze gibt. Ja. Und dann können wir halt immer noch in die Richtung weiterarbeiten. Das heißt, du sagst, eine exotische Gasraffinerie würde uns hier helfen. Das oder eine Chemiefabrik, weil die Chemiefabrik gibt es flüchtige Teilchen. Ja. Und für flüchtige Teilchen könnten wir halt unsere auf Dämmerung unsere Legierungsfabrik. Ja. Ich mach mal eine Chemieanlage, damit man mal nicht nur das gleiche produzieren. Weil die Verbesserung von unserer Gießerei auf Dämmerung würde nämlich die Produktion von jedem einzelnen Metallgießer verbessern. Ja. Da wir mittlerweile da schon einige drauf haben, lohnt sich das. Okay, gut. So. Dann Amazonien. Amazonien. Amazonien braucht wirklich jetzt Dienstleistungen. Ja. Da haben wir aber auch noch nichts, was wirklich produziert. Da haben wir auch nur 75% Bewohnbarkeit? Bewohnbarkeit. Dementsprechend würde ich da halt auch die Genkliniken vorschlagen. Genklinik, genau. Allein, ich freue mich, ich muss ja sagen, ich freue mich ja, dass bisher niemand in den Kommentaren geschrien hat. Ich bin aber noch nicht sicher, ob wir schon da angekommen sind. Ich glaube noch nicht. ich habe das letzte Video noch nicht gesehen. Ja. Nee, da ging es um andere Sachen. Dementsprechend kann man das definitiv auftretende Geschrei ja noch weiter provozieren. Genau. Genklinik. So, dann sind wir bei die Hauptfabrik. Das ist ja das, wo wir eine Generatorwelt draus machen wollten. Das ist die Hauptwelt des Regals. Da werden wir auf lange Sicht auch nichts bauen müssen, weil wir da momentan 25 freie Jobs haben. Momentan kostet diese Welt mehr, als sie produziert, denke ich mal. Ja. Richtig. Diese Welt kostet momentan 28 Energie. Allein durch leerlaufende Distrikte. Ja, die Forschungslabore können wir eigentlich auch wegtun, oder? Ja, die Forschungslabore können wir da wegtun. Und man könnte halt überlegen, auch ein, zwei Generatoren wegzunehmen oder vielleicht sogar mehr, einfach nur, weil sie halt momentan mehr Energie fressen als alles andere und wir in einem Defizit sind. Aber wir können auch sagen, wir sparen uns die Mineralien, die wieder aufzubauen. Ja, und lassen es nur und gleichen die Energie anders aus. Wir lassen das. Immer angedenken an das Regal. Wir wollen ja nicht alles schlecht reden, was die gemacht haben. Okay, dann ist aber noch eine wichtige Sache. Ja. Der Computer hat das nämlich als Tech-Welt deklariert.
Das ist natürlich total schlau, weil wir da die Labore hatten. Genau. Ausnahmsweise hat es mal richtig entschieden. Sehr häufig tut es auch seltsame Dinge damit. Aber trotzdem müssen wir einmal hier auf die Auswahl klicken. Ja, Generatorwelt. Und das in eine Generatorwelt verwandeln. Genau. Genau. Damit wir auch schon mal weiterhin wissen, was es wird werden soll. Auch wenn es in diesem Fall recht offensichtlich ist. Ja. Oh, da kommt auch. Oh, da kommt ein Mensch in 3 Monaten hin. Super. Ja, der wird sich super freuen mit einer Bewohnbarkeit von 15%. So ein Depp! Ja. Aber das ist halt das Problem mit freie Migration. Das ist halt super gerecht und fair und aus Sicht von oben denkt man sich dann, Alter, was machst du in der verstrahlten Wüste und jetzt beschwerst du dich auch noch darüber. Ja. Geh doch in eine unserer schönen Gaia oder sonst was für Welten, die wir haben. Ja, da ist auch noch Platz für dich. Aber nein. In einem autoritären Staat könnten wir den dann jetzt, wenn er fertig ist, nehmen und auf einen Planeten umsiedeln, wo er glücklicher sein wird. Ja, aber das will er ja nicht. Er will ja leiden. Er will ja leiden und zum Blutbürger werden. Er will das ja. Er will das ja nicht anders. Bauen wir in ein schönes Haus in einem Atombombenkrater und dann kann er da mir aus arbeiten. Genau. Ich meine, er wird immerhin Politiker dort sein, weil der Job noch frei ist und der sich den höchsten Job nehmen wird. Das heißt, er hat zumindest den Vorteil, dass er einen Anführerjob hat und dementsprechend ein bisschen mehr glücklich ist als andere Leute. Wir könnten aber die Entscheidung planetares Wachstum entmutigen anschalten. Würde das nicht ein bisschen helfen? Machen? Das ist aber sorgt aber halt auch dafür, nicht dafür, dass da keiner mehr hinkommt, sondern nur, dass es langsamer geht. Ja, immerhin. Also diese 15% Bewohnbarkeit, dass sie mehr Dienstleistungen brauchen auf dem Planeten, mehr Upkeep haben, weniger Ressourcen produzieren und langsamer wachsen. Ja. Da wir momentan erstmal da nur eine Person drauf haben, müssen wir halt gucken, ob das so schlimm ist. Ja, gut, dann machen wir es nicht. Achso, dieses planetäre Wachstum entmutigen würde sich nicht auf die Robotermontage auswirken, richtig? Nein, es gibt eine extra Resolution, um Roboter... Ah ja, okay, die ist unten drunter, ja, stimmt, sehe ich gerade, ja. Ja, ja, verstehe. Mhm. Okay. Können es halt ins Auge fassen. Schauen wir mal, wenn einer drauf ist, wie sehr er sich beschwert. Ja, ich würde aber die Hauptverfügung mal in den Hauptgenerator umbenennen. Die haben ja gesagt, dass wir die behalten wollen. Aber Fabrik ist halt das falsche Wort, so Generator. Dann geht's weiter. St. Pomeroy. St. Pomeroy ist sogar voll. Hat keine freien Jobs mehr. Ja, Bergbauwelt. Und da sinkt auch gerade schon die Dienstleistungen. Ja. Dementsprechend, wir haben da auch keine volle Bewohnbarkeit, können wir da auch einmal eine Gegenklinik bauen. Man könnte auch sagen, es sind nur 5%. Ja. Und irgendwann werden wir eine Forschung kriegen, die das erhöht. Richtig. Und stattdessen hier ein Holotheater hinstellen. Ja, also, lass uns mal kurz... Weil das halt auch ein bisschen in Zukunft gedacht besser funktionieren wird. Genau, denn ich erinnere mich, dass wir da irgendwas gesehen hatten, so Kybernetik oder irgend so ein Kram, Bewohnbarkeit plus 5%, habe ich aber, glaube ich, nicht genommen, wenn ich mich recht entsinne, weil anderes war wichtiger. Ja, Gleiches können wir halt dann überlegen, ob wir es halt im Laufe der Zeit auf anderen Planeten, bei denen es dann ähnlich geht, die Genkliniken dann halt auch potenziell sogar ersetzen. Aber da müssen wir mal schauen. Also, hier würde ich erstmal ein Dingesbummens-Theater auch vorsehen. So, dann sind wir bei Gerond Prime. Gerond Prime geht es ganz gut, außer dass da gleich ein arbeitsloser Roboter ist, aber Droiden ziehen nicht von sich aus um, also ist nicht weiter schlimm. Können wir ja in die Generatorwelt umsiedeln, weil da haben wir jede Menge Tech-Jobs. Oder wir lassen ihn halt hier und bauen einen Stadtdistrikt. Ja. Da kann er halt erstmal Büroangestellter werden und dann kann er sich von da aus als zum Forscher hocharbeiten. Gerade bei einer Forschungswelt fände ich es schade, wenn wir da Leute wegsiedeln. Ja. Also ein Stadtdistrikt. Ja. Gut, und dann sind wir bei... Also für den Bauplatz. Ja. Vanquart Prime, das war ja unsere Verwaltungswelt. Ja, auch wenn wir weiter Verwaltung bauen wollen, dann brauchen wir auch dort ein Stadtdistrikt. Und wir sehen jetzt so langsam, während des Krieges haben wir unsere Planeten ganz gut vernachlässigt. Weil da halt überall noch keine Jobs mehr frei sind. Mhm. Und bei Vanquart geht's noch, weil es noch ein bisschen dauert, bis einer dazukommt. Mhm. Aber wir haben halt teilweise nicht die Chance, rechtzeitig einen Job zur Verfügung zu stellen, den wir da eigentlich haben wollen. Mhm. Also auch hier ein Stadtdistrikt. Ja, weil wir wollen da ja weitere Verwaltungen hinstellen. Genau, so.
Und alle anderen, achso, nee, der Mittelpunkt ist noch diese eine Welt, die wird gepurcht. Da ist nur noch ein Bewohner da. Ja, aber Omphalos heißt es bei mir. Ich glaube, das hatte bei dir einen anderen Namen, einen nicht griechischen. Mittelpunkt. Der Generatorwelt. Ja. Da haben wir ja einen Druiden drauf umgesiedelt, weil wir sie behalten wollten als Generatorwelt. Richtig, weil das die zweite Generatorwelt war, genau. Also Energie werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr, sehr gut haben. Genau. Da zieht er da auch demnächst ein Mensch hin in, na gut, 22 Monate ist auch noch ein bisschen, aber es ist auch schneller drum, als man glaubt. Da würde ich jetzt erstmal keine Handlung vollziehen. Doch, eine Sache wollen wir dort machen. Nämlich? Wir wollen, dass die Roboterfabrik dort reparieren. Ja, wie macht man das? Du gehst auf das kaputte Gebäude drauf. Ja. Rechts an der Seite kannst du auf Reparieren klicken. Rechts oben. Okay. Das kommt dann halt auch in die Ist das billiger? Bauliste. Also ist billiger, oder? Also das Reparieren ist billiger als Neubauen, ja. Ja, ist es. Und zwar signifikant. Ja, okay, gut, dann wird das gemacht. Abgesehen davon wollen wir da ja viel Bevölkerung haben, von daher und vor allem Roboter können hier vernünftig arbeiten, Menschen nicht so. Ja, ja. Auch hier wird demnächst ein Mensch sich ansiedeln und sagen, hier ist aber warm. Und dann schließlich Matrix. Matrix wollten wir erst einmal langsam ausklingen lassen. Ja, das ist aber schön formuliert. Zurückkehren. Ja, ja, genau. Also da müssen wir nichts tun. Da haben wir auch schon alles abgerissen, was geht. Die Energieproduktion, die wir jetzt in der Zukunft anstreben, ist auch sehr, sehr praktisch, weil Terraforming vor allem Energie frisst. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viele Planeten in unserem Einzugsbereich. Mhm. Dementsprechend wird uns das sehr, sehr zugutekommen, viel Energie zu haben. Ja. Und gucken wir mal auf das Kolonieschiff. Das ist im Redamon-System. Das will nach Tiernar. Dort ist ja eine schöne große Welt, die wir besiedeln wollen. Ja, da wird dann eine Fabrik drauf gebaut. Und dann richtig. Noch eine. Und dann noch eine. Ja, ja. Und wir hätten aber hier noch in Hese hätten wir noch eine schöne kontinentale Welt mit 14. Also es ist nicht so, dass wir keinen Platz hätten. Das habe ich in meinen privaten Spielen, da geierst du nach jedem Planeten teilweise und findest keine. Und hier ist es, Es ist ein Quirplay. Ich würfle seltsame Sachen zusammen. Und auch von Jurus aus, wo gerade ein Konstruktionsschiff ist, könnte man ja auch mal das Garia-System eingemeinden, wo ja auch ein schöner grüner Planet ist. Ja, ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen hätten. Aber apropos eingemeinden, das können wir als letztes noch machen. Wir haben das Konstruktionsschiff im Jurus-System. Ich glaube, wir wollten uns da runter vorarbeiten mit den Eingemeindungen, richtig? Genau, wir wollten ja jetzt möglichst schnell in guter menschlicher Manier alle Straßen zumachen, damit niemand das haben kann, was wir in Zukunft irgendwann mal haben wollen. Genau, das heißt, die Singularität wird eingemeint, das können wir auch schon mal immer sagen. Vor allem auch, weil die Singularität hat ja sogar das L-Tor, an dem du sehr interessiert warst und jetzt, wo wir es dann auch wirklich drin haben. Richtig, genau. Und hier das andere Konzept. Ich werde auch weiterhin nicht spoilern, was das tut und ich werde dir die Entscheidung lassen, was du mit dem L-Tor machen möchtest. Zunageln, wenn ich das so höre. Zuschweißen! Okay, und das andere Konstruktionsschiff ist im Baxom-System. Das sollte ja Baxom eingemeint, das haben wir aber abgebrochen, weil wir ja jetzt genug Energieplaneten haben und dann dieses Ding da uns nicht auch noch aufladen müssen. Baxom 3a, wo da die Droiden Energie machen sollten. Das ist eigentlich auch ein schöner Energieplanet, aber wir brauchen es gerade nicht. Genau, wir brauchen es jetzt gerade nicht. Vor allem würde ich auch überlegen, jetzt wo wir zwei Energieplaneten haben, sobald wir vielleicht noch ein, zwei Planeten haben, die halt über die 10er-Grenze überschritten haben, das ist ja nicht mehr so weit weg, dann halt die Kontinentalwelten und die Ozeanwelt in Hese sich zu schnappen mit der Zeit als nächstes. Ja. Die sind zwar jetzt nicht so super für die Basisressourcen, aber dafür halt für weiterführende. Wir müssen halt auch, das Einzige, wo wir halt ein bisschen nachgucken müssen, ist vielleicht eine weitere Bergbauwelt uns zu erschließen mit der Zeit. Ja, im Moment sieht es ganz gut aus, aber. Wir haben halt eine sehr, sehr gute. Die wird uns, da wird als auch eine, im Laufe der Zeit halt noch eine ganze Menge dazukommen. Also ist jetzt nicht blöd, aber je mehr Planeten wir haben, desto mehr
Minen werden wir brauchen, dass wir mehr Bergbau werden wir brauchen, um halt auch die Gebäudeproduktion am Laufen zu halten. Richtig, richtig, richtig. Das müssen wir noch einmal kurz taktisch entscheiden. Also das Konstruktionsschiff im Baxom-System rechts, was wir ausgebremst haben, Baxom einzugemeinden, das tut dort jetzt gar nichts. Weil wir ja unseren Einfluss auch sparen wollen, um dort möglichst viel Platz zu greifen. Jetzt würde ich genau, das ja fast, fast... Zwei Möglichkeiten, ja? Die ich sehe. Ja? Eine ist ästhetischer Natur und eine ist sinnvoller Natur. Die Entscheidung der ästhetischen Natur wäre, das Meet-In-System sich zu holen. Das hat auch zwei exotische Sachen. Also es ist ja nicht genau. So, dass es völlig das Blödsinn ist. Es ist nicht ganz blöd, weil es halt diese zwei exotischen Sachen hat, auch wenn wir sie noch nicht abbauen können. Ja. Aber vor allem wird dann unser Reich endlich mal einheitlich, eine einzige Masse. Ja. Hat nicht mehr so einen Böbel da unten dran. Ja, ist aber schön so. Und das andere, was man halt machen könnte, wäre halt wirklich entweder zu den Einfluss zu sparen und halt weiter im, nach Süden runterzugehen bei der Singularität. Ja, ja. Oder sich jetzt doch von dieser Seite aus dem zweiten Wurmloch zu nähern. Weil da hatten wir ja überlegt, ob wir halt quasi durchspringen oder ob wir von beiden Seiten uns hinarbeiten wollen. Ja. Ich würde sagen, ich schicke das Konstruktionsschiff ins Juros-System, um dort Bergbaustationen zu bauen. Weil das zweite, das soll ja im Grunde genommen erstmal nur die Eingemeindung vorantreiben. Wir können ja noch weitere zwei auf alle Fälle machen, nachdem die XYZ-Singularität eingemeindet ist. Und bevor das alles, oder nachdem das alles gemacht worden ist, dann haben wir ja schon wieder das halbe nächste System. Beziehungsweise, es könnte ja sein, dass wir jetzt Einfluss gewinnen durch neue Kontakte, möglicherweise. Wobei, da kriegen wir, glaube ich, keine mehr, weil wir die jetzt, die kriegen wir alle wir so. Wir haben durch Erstkontakt Protokoll bekommen, also diese schrittweise einen Erstkontakt. Und den größten Teil der Erstkontakte, die wir jetzt schließen werden, wird durch die galaktische Gemeinschaft sein, dann werden wir sofort einfach Kontakt haben, ohne dass wir irgendwas dafür kriegen und auch ohne dass dafür irgendwas schieflaufen kann. Na gut. Ich würde sagen, wir werden noch also so wie es momentan aussieht, haben wir noch die Chance, zwei Erstkontakte so zu kriegen, also wirklich mit Prozess. Ja. Und hoffen wir mal, dass das so passiert. Heißt aber auch, dass wir unseren Einfluss wohl dosiert ausgeben sollten für die Sicherung unseres Hinterhofs. Ja, also das ist ja momentan der große Plan und an dem würde ich auch festhalten, weil es gibt nichts Frustrierenderes, als so ein oder zwei gelbe Blöbbel in seinem eigenen Imperium zu haben. Gelbe, okay, wir lassen da einfach Dach. Ja, keine Ahnung, ob es gelb oder grün ist. Wir haben doch gar keinen gelben Nachbarn bisher gefunden. Ja, aber wir wissen ja nicht, wo die Würmlöcher hinführen. Vielleicht führen die ja zu jemandem gelben. Du weißt es, ich weiß es nicht. Gut, und, okay. Ja, wer weiß, nachher sind das irgendwelche Leute, die wir ethisch mögen und dann wäre es rollenspielerisch blöd, denen den Krieg zu erklären, um dieses eine System wiederzukriegen, weißt du? Ja, ja, das ist ja echt. Ich meine, also mir wäre das noch nie passiert, dass ich von fanatisch-pazifistisch gewechselt bin auf fanatisch-militaristisch, weil ein System, das da war, plötzlich die falsche Farbe hatte. Also das habe ich noch nie gemacht. Das war eine Entscheidung aus purer Ästhetik, also wenn sie getroffen worden wäre, was ich ja natürlich nicht gemacht habe. Ja, 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 ich verstehe das. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Gut, ja, dann ist die Episode zu Ende. Wir sind überhaupt nicht vorangeschritten, aber wir haben wichtige Weichenstellungen und vorgenommen, haben wichtige Erkenntnisse gewonnen. Und dann geht es in der nächsten Episode weiter, damit, dass wir hier mal das Larongo-Combine ein bisschen aufdecken, um zu sehen, wie weit sich das eigentlich erstreckt. Und zu schauen, ob wir eines unserer Forschungsschiffe mal in die Nähe von diesem Trimus-System oder wie es hieß, mal hinschleichen lassen können und dann halt unser Reich konsolidieren und natürlich weiter wachsen in alle Himmelsrichtungen. Genau. Ja, und mit diesen Dingen und Dingen, die ich nicht auf dem Schirm habe, weil ich davon keine Ahnung habe, die aber trotzdem passieren werden, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!